Naja, gut. Nach der Einführung, was ich euch ja jetzt gesagt habe, werden wir, wie gesagt, einmal uns einmal der Station anschauen. Das ist übrigens eine Heizung. Jetzt werden wir uns einmal in der Station umschauen. Also, wir befinden uns auf einer in Arktis auf einer Station. Naja, jetzt werden wir sicher mal das Els Zimmer anschauen. Ist aber allerdings abgeschlossen. Und ja, El ist eigentlich ein Ölsucher. Ja, die Nova ist eigentlich eine Mikrobiologin. Ja. Novas Geheimzimmer. Schauen wir mal. Nova, bist du da drin? Keine Antwort. Ja, das ist übrigens die Tasche. Da hast du ein Allzweckwerkzeug drinnen übrigens. Ein Notizblock und ein Feuerzeug. Das kann man sich eventuell auch anschauen. Das sind so Beschreibungen in seinem Tagebuch. Naja, das sind eigentlich im Laufe des Spieles eigentlich ganz gut nützlich. Also die Ursprungskoordinaten sollte man sich merken. Vielleicht nicht. Und eventuell aber auch, ja. Das ist vielleicht noch wieder zum Lesen, wenn man möchte. Aber nicht sehr relevant, aber das da mit der Eisbauarbeit, das sollte man sich schon hin und wieder anschauen. Im Laufe der Zeit kommen da weitere Notizen. Also in das Buch sollte man schon hin und wieder mal schauen, was es Neues gibt. Also ist nicht unbedingt unnötig, sage ich einmal. Also man kann schon hin und wieder da hineinschauen, wo es Neues gibt. Also, ja. Da sind natürlich Notizen und Fotos. Da werden im Laufe der Zeit auch mehr kommen und auch andere Sachen dann noch. Rune SR, Rune Knussen, ist also ein 28-jähriger norwegischer Biologe, also ich, das ist er. Ja. Ein Foto, das sind die Mitglieder des Stationsteams. Dann die Pinnwand. Da kann man eventuell auch was nehmen. Das sind zum Beispiel Geburtstagskarte. Nicht? Wem gehört diese Geburtstagskarte noch nicht lange hier zu hängen? Nicht? Das ist eben von einer gewissen Mary, Sarah, Rachel, von einem Peter. Nicht? Die wünschen ihr alles Gute durch. Ist gerade eingefallen, dass du morgen Geburtstag hast. Nicht? Hoffentlich bringt dir dein Gönner eine Boss die Karte, bevor du wieder da bist. Ne? Und da befindest du dich in dem Sinn. Nicht? Also du bist in Grönland. Projekt. Das Projekt EBGE. Thule in Grönland. Dort bist eben. Ne? Das sind dann diverse Schlüsseln, die auch nicht unbedingt uninteressant sind, sage ich gleich einmal. Die sollte man sich merken. Ja. Der Pfeil nach unten heißt, du kannst zurück. Bitte keine Bonus mehr, Tulli. Dieser Spruch ist genial, also den sollte man sich merken. Das sind zwar diverse Visitenkarten da auch. Das dürftigen so Kugelschreiber sein.
da sind eben die Eisbären. Das ist ein Foto von einem Muster. Das ist immer Kalender. Aber der Stationsschlüssel kannst du dann später nehmen. Ja, das ist eben. Dann auch dann. Ich muss meine. Naja. Man kann auch teilweise. Oder zum Wohnzimmer. Wir gehen jetzt einmal ins Wohnzimmer. Tali hat draußen wieder einen Eisbären gesehen. Nicht jetzt, Rune. Polaris, bitte kommen, Polaris. Hier Polaris, wir hören dich. Ich habe in einem Spalt bei Probebohrung 2 Öl gefunden. Es ist eine offene Grube, Nova. Das Öl tritt aus dem Boden. Das ist großartig. Das war noch nicht alles. Ich habe noch etwas Unerwartetes gefunden. Aber das sage ich dir lieber persönlich. Ich bin bald da. Du kannst so lange Thule kontaktieren. Wir müssen sie sofort über den Fund informieren. Was war unerwartet? Soll ich ihnen noch etwas sagen? Sag ihnen einfach, dass unsere Aktionäre bald sehr glücklich und die Umweltfreaks bald sehr wütend sein werden. Okay, wo bist du jetzt? Ein paar Kilometer nordöstlich von Polaris. Aber wo wir gerade von Öko-Freaks reden, nervt dieser Norweger dich immer noch? Nein, gar nicht. Was? Ich sag's dir, seit meinem Abschlussball habe ich niemanden mehr so verknallt gesehen. Und das ist eine Weile her. Er steht neben mir, Al. Halt den Mund. Er ist da. Oh, das war dann wohl alles. Bis gleich. Over and out. Er hat also Öl gefunden. Aber ich weiß nicht, was das am Ende sollte. Anscheinend glaubt er, dass du ein bisschen in mich verknallt bist. Ich habe ihm gesagt, dass du verdächtig oft zur selben Zeit wie ich Kaffeepause machst. Verknallt? Nein, ich bin nur... Ich meine, es wäre cool, wenn wir uns weiter zufällig begegnen. Komm schon, läuft das in Oslo wirklich so? Ups, ich glaube, ich habe das Mikro offen gelassen. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Das war eine wahre Goldmine der Komik. Hör mal, vielleicht kann Rune dir ja was Nettes in der Küche kochen. Sagen wir, morgen? Ich spendiere sogar ein wenig Benzin und Munition für Tully zur Ablenkung. Ja, das könnte ich machen. Gut. Habe ich da nicht auch mitzureden? Nö. Kannst du kochen, Rune? Braves Mädchen. Rune, ich weiß zufällig, was sie gerne isst, aber das sage ich dir später in Ruhe. Okay, over and out. Over and out. Also, wolltest du noch etwas? Tully hat draußen wieder einen Eisbären gesehen. Eisbärenforschung. Auf einer Station, die einem gottlosen Ölkonzern gehört. Weißt du, das könnte der größte Ölfund unserer Karriere sein. Während du versuchst, die Arktis zu retten. Das ist... Ein ernster Interessenkonflikt, ich weiß. Ich liebe Eisklettern und die Arktis, deswegen bin ich hier. Für meine Masterarbeit habe ich auf Spitzbergen Skua-Eier ausgemessen. Und was die Firma angeht, dass ich hier bin, ist nur ein billiger Publicity-Stunt. Ich spiele mit und schreibe meine Arbeit fertig. Aber ich gehe jetzt besser. Der Bär wartet nicht ewig auf mich. Sei vorsichtig. Tullys Wissen über Eisbären kommt nur aus Cola-Werbungen. Ja, ich habe vorher was vergessen, euch zu sagen. Die Postkarte ist auch ein bisschen wichtig. Und zwar das Datum. 15.02.2011. Also kann das Geburtstag nur morgen, also morgen sein, also am 16. Ja, also am 15.02. Faktisch, ihr Geburtstag ist am 16.02. Das ist irgendwann dann nochmal in dem Laufe des Spieles dann relevant. Also wie gesagt, da habe ich euch das ein bisschen
unterschlagen. Ja. Gut, jetzt haben wir sie mit ihr unterhalten. Gut, jetzt haben wir sich einmal diese Bekanntschaft gemacht. Und ich werde dann einmal dann demnächst dann weiterspielen. Okay, ciao.